In meiner ganzen stylistischen Karriere ist mir ein Spruch immer drin geblieben. Und zwar von einer italienischen Modedesignerin, spezialisiert auf Mäntel. Sie hat mir gesagt, los Luisa, den Stil von einer Frau erkennt man, wenn sie in einen Raum hineinkommt mit dem richtigen Mantel. Da hat sie recht. Deshalb wird mein Vlog heute alles rund um wunderschöne Mäntel und wie ich sie kombinieren mit allem drumherum und alles selbstverständlich perfekt von Baia Duschka. Mein erster Look. Ein wunderschöner Mantel von Momoni, extra large. Auch von der Länge her kannst du wunderbar lange Kleider darunter anlegen. Ich habe es jetzt kombiniert, und zwar mit einer Bluse und Hose von Physique du Rôle. Die wunderbare italienische Marke, alles sustainable, handmade in Italy. Also wunderschön, auch mit Materialien, wenn man sie schon spüren tut. Und ich finde, die Brauntöne, die passen wunderschön, es ist ein bisschen homogen. Und aufgespickt habe ich das Ganze mit einer coolen Tasche. Ich finde die mega lässig, dass man so Akzente setzen kann mit eben Accessoires. Aber die Hose nochmal, schaut, high-waisted, mega bequem, in einer schönen Wolle, die nicht beißen tut. Und dazu Seide, ich finde, die Kombo passt perfekt. Und ich zeige euch am Schluss, mit welchem Mantel das ich sonst noch kombinieren will, wenn man gerne ein bisschen den ethnischen Style hat. Das ist meine zweite Variante. Glenjack, das heisst Garo, mit ethnischem Muster kombiniert. Ein wunderbarer Mantel von Obidi. Ich finde, es sieht traumhaft aus. Und vor allem für die Frau, die ein gerne einen Blickfang setzen will, wenn sie in den Raum hineinkommt, ist natürlich so ein Mantel perfekt. Selbstverständlich kann sie den kombinieren mit einem schwarzen Rollipulli und schwarzen Hosen oder ein schwarzes Kleid. Das geht wunderbar. Aber ich finde so very special. Und wir haben es gerne speziell, oder? Ist das nicht ein wunderbarer Look? So kann man sich zeigen in der Businesswelt oder sonst, wenn man Freude an Anzeigen hat. Und eben dann, wenn man Anzeige tragen tut, die meisten haben ja schon den Schulterpolster rein bei den Blazer. Und dann macht es Sinn, wenn der Mantel, den du aussuchen tust, eben keine hat. Ich habe jetzt hier einen wunderschönen Mantel vom Label Balia aus der Toskana. Neu bei Baia Duschka. Da gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Aber der hat eben keine Akzente, also besser gesagt, kein Schulterpolster. Es ist durchgenäht. Das heisst, er fällt wunderbar und passt sich jedem Blazer an. Er ist ja von der Länge, finde ich, perfekt. Und vor allem, er zeigt sich aus durch die schönen Details, wie zum Beispiel an den Taschen, Knöpfen, die Innenleben. Das macht der Label Balia aus. Ich finde es einen wunderschönen Mantel. Ich weiss nicht, was ihr dazu meint, aber ich fühle mich da pudelwohl drin. Und das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ist doch wunderschön. Weiter geht's mit unserem Balia-Mantel aus der Bella Toscana. Wunderbar auch in dem Fischgratmuster, dem sagen wir Fischgratmuster, hier im schönen Blau, ich sage immer schön, aber es ist jetzt nur mal schön. Oder in Caramella. Also ihr seht auch hier, Karamell finde ich eben auch traumhaft als Farbe, je nachdem, was man gerne hat. Ich habe es jetzt kombiniert mit einer weißen Bluse, ich finde immer, weiß ist immer mega. Das gibt so ein bisschen Frische daher und man kann es mit allem eben auch kombinieren. Wunderschöne Bluse, sehr, sehr leger. Von Baia Duschka. Und neu eben hat Baia Duschka seine eigenen Labels. Das sind die Blusen in verschiedenen Farben. Ein bisschen Oversize, schöne Details, also wirklich, die zu allem gehen. Und eben auch neu sind die Marlene-Hosen. Das sind traumhafte Marlene-Hosen. Perfekt in der Passform für jede Figur, meine Damen, für jede Figur. Es ist Flanell, aber ganz leicht Flanell. Du hast das Gefühl, du hast einfach Luft, luftig an und gleichzeitig warm. Ich habe es kombiniert mit einem dicken Stiefel und dazu noch ein bisschen Accessoire, finde ich einen Schal auch von Baia Duschka lässig. Der ist ein bisschen verzierter, der ein bisschen Farbe reinbringt. Und die ganzen Remodelisten sind die Patchwork-Taschen. Die geben so richtig den Pfiff, richtige Pfeffer in dieser ganzen Geschichte rein. Also auch cool. Sagen, das Ganze müssen wir aufbauen, damit es einen coolen Look gibt. Und ich denke, das haben wir hier erreicht. Grande Finale, und zwar mit dem Trois-Pièces von Momoni. Wunderschön aus Viskose, 100%, 100%. Das fühlt sich wie Sammet. Wahnsinnig schön angenehm im Licht. Und es sind drei Teile, das heisst Blazerli mit der Hose. Ganz, ganz lässig, ein bisschen schmal geschnitten, die gibt es aber auch überlang. Auch die Viskose, der Viskose gibt es in verschiedenen Farben. Und vor allem finde ich den wunderschönen Mantel dazu.
so richtigen Hingucker auch für den Abend. Ich kann es jetzt kombinieren mit ein bisschen dicken Boots, auch ein bisschen Glam-Glam, aber man kann natürlich ein Stiletto anlegen oder Sandalen und dann nimmt das ganz eine andere Dynamik an. Und was schöner ist am Ganzen, alles kann man ändern. Man kann zum Beispiel die Hose wechseln, Worker Jeans drüber kombinieren, sieht mega aus. Oder eben auch ein T-Shirt oder ein anderes Hemd, eine andere Farbe. Die wunderschönen Hemdlis, also besser gesagt, Seidenblusen von Physique du Rôle, die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe gefunden, ich bleibe in Marron. Ich finde es wirklich sehr, sehr edel. Und natürlich, man kann den Mantel wechseln und zum ganzen Look einen Jackmantel anlegen. Das sieht auch mega lässig aus, ein bisschen der Stilbruch. Also, ihr seht, es ist lässig, wenn man alles kombinieren kann. Accessoires gehören immer dazu. Finde ich mega lustig, die Taschen, die ich habe. Wirklich lustig, so ein bisschen die Kontroverse. Und das ist bei Anuschka. Bei Anuschka schafft wirklich mit diesen verschiedenen Welten, die man ineinander kombinieren kann und doch ein Unikat bleiben schlussendlich. Das finde ich mega toll. Ich hoffe, es gefällt euch. Die Sprüche haben so in sich, wie zum Beispiel Kleider machen Leute, das kennen wir. Aber ich sage, Mäntel zeigen den Stil. Weil das ist die Möglichkeit, wenn du reinkommst in einen Raum, zeigst du deinen Stil mit dem super Mantel. Und die schönen Mäntel, die ich euch gezeigt habe, sind selbstverständlich alle bei Baja Duschka erhältlich. Und zwar in drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnt ihr auf Baden, ihr könnt einen Termin abmachen im Öderli Areal mit der Karin. Könnt ihr dort alle im Showroom die Modelle anschauen und noch vieles, vieles mehr. Oder ihr kommt auf Zürich, weil neuestens hat es auch in Zürich hinter dem Münsterplatz ist der neue Laden mitten im Herzen von Zürich. Oder ihr geht unter www.byaduschka.com und dort könnt ihr im Online auch alles anschauen. Und dort kann man dann auch chatten und so weiter. Also ihr seht viele Möglichkeiten, die wunderbaren Artikel, Modelle, Stil kennenzulernen. Herzlich willkommen bei Baja Duschka. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen und jetzt habt ihr einen schönen Begleiter auf den Winter mit diesem Mantel. Und selbstverständlich, wenn ihr wollt, andere Beiträge von mir schauen, im Lifestyle-Bereich und so weiter, Food etc., auf die Seite klicken. Und wenn ihr wollt, abonnieren, immer herzlich willkommen. Ich bin jetzt bei 8000 und alles dank euch. Merci vielmals. Aber für die Neuen, auf die Seite anklicken. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.